Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem kleinen Unboxing. Und ja, was, worauf ihr euch freuen könnt. Und zwar habe ich hier das Pressekit von Sony bekommen. Von Horizon. Hier sind auch noch zwei Zettel mit bei. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das sind die Review-Embargos, also was ich machen darf, ab wann und was ich nicht machen darf, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das Unboxing darf ich machen. Das darf ich machen, Unboxing-Pressekit, darf ich machen, also ist alles in Englisch. Nicht vor dem 15. um 0 Uhr, haben wir schon erreicht. Review-Embargo, 20. Februar, haben wir auch erreicht. Let's Play, also Reviews kann ich jetzt schon machen, aber Let's Plays und Livestreams darf ich erst ab dem 27. machen, steht hier auch irgendwo. Ah, hier unten steht's. Livestreams, Let's Play Videos, 27. Februar, 8.01 Uhr PT, 16.01 GMT und 17.01 CET. Und CET ist unsere Zeit, also die Central Europa Time. Also ab 17.01 Uhr darf ich machen. Und da ich ja um 20 Uhr mache, werden wir Montagabend um 20 Uhr Horizon anspielen. Ich werde es auch vorher nicht spielen, weil wie gesagt, ist ja immer alles ungetestet. Wir werden uns das Montag zusammen angucken. Fällt mir aber auch schwer, muss ich gestehen, bis dahin zu warten. So, und da haben wir dann immer hier so ein geile Hülle. Das, seht ihr das? Das Grüne kann man dann abmachen. Das sieht auch richtig schön dreidimensional aus. So, kann ich euch auch nochmal so einzeln zeigen. Das sieht dann so aus. Und hier hinten natürlich das Logo. Ich bin so heiß drauf. Und da... Ich kann leider kein Englisch, also kann ich euch das leider nicht übersetzen, was da steht. So. Machen wir das mal auf. Da haben wir einmal noch sowas, das gucken wir uns gleich an. Und dann hier drin ist alles so silbern, sieht aus wie die Kreaturen in Horizon. Horizon ist hier einzeln. Das war auch schon... ist hier auch schon rumgeflackert, also ich hoffe, das hat nicht zu viel Kratzer gekriegt beim Transport, weil hier ist nur so ein Schaumstoffnippel, wo das so rumgemacht ist. Deswegen habe ich mich schon vorbereitet. Und zwar nehme ich einfach eine PlayStation Plus Hülle und mache da Horizon rein. Und das werden wir dann ab Montag zusammen zocken. So, hier wieder rein. Dann haben wir hier so ein Lederband, da steht auch Horizon drauf. Zero Dawn. Vorsichtig abmachen. So. Ist wirklich echt so eine Lederhülle. Mache ich auch dann wieder rein. So, jetzt zoome ich euch mal wieder raus. Und so, macht sich ein bisschen besser beim Zeigen. Liebe Leser, liebe Leserinnen. Haben wir hier und dann auf der anderen Seite so ein Muster. Dann haben wir Horizon Zero Dawn, das Heft mit der Webseite hinten drauf, horizon.com. Ne, horizonzerodawn.com. Und dann haben wir hier drinne erstmal so eine durchsichtige Seite, denn diesen Stern und ein paar Bilder. Oh, sieht aber fetter aus, ey. Hier auch. Das soll auch laut den Informationen
zum Release in Deutschland nochmal ein richtig fettes Update für Horizon kommen, wo noch was drin gemacht wird. Ich weiß nicht was, also so habe ich es nur gelesen in den einzelnen Foren. Ich bin richtig gespannt. Ich werde auch keine Review machen, weil ich habe die PlayStation 4 Pro. Ich kann nicht in 4K aufnehmen, sondern nur in Full HD. Also kann ich, wenn ich Material für die Review auch aufnehme, nicht in 4K zocken. Deswegen werde ich den Livestream machen. Der ist für mich 4K, für euch wird er dann in 1080p 60 FPS sein. Und da kann ich mir dann ein bisschen mehr drunter vorstellen. So, und dann haben wir hier nochmal so ein schönes Plakat. Ich bin so heiß auf dieses Spiel. Ich habe ja schon ein paar Bilder hier gesehen und so ein bisschen Informationen dazu gelesen. Halt nicht zu viel, weil ich mich nicht zu sehr spoilern lassen will. Aber das, was ich gesehen habe, das war der Knaller. Also das ist, also da bin ich so heiß drauf. Mal gucken. Wenn die Story jetzt wenigstens nur halb so gut ist, wie das Spiel bis jetzt schon in den Vorab-Trailern aussieht, dann wird es ein Knaller. Und ich denke mal, das wird auch ein 4K-Patch kriegen, also diesen PlayStation Pro-Patch. Und dann habe ich ja auch noch den PS4 Boost, weil ich ja die Beta-Software habe. Ich bin so gespannt, was ich da rausholen kann, wie das aussieht dann am Ende. Da können wir uns dann Montag alle Mann selber von überzeugen. Da hoffe ich, dass ihr dann Montagabend alle fleißig mit dabei seid. Montagabend 20 Uhr. Vorher darf ich leider keinen Livestream dazu machen. Ich lasse das hier liegen. Ich packe das auch nicht in die PlayStation drin. Ich mache das alles erst Montag. Auch das einscannen und die Updates runterladen. Nö, die Updates werde ich gleich schon vorher machen. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Das werden wir dann Montag um 20 Uhr zusammen machen. Ich hoffe, ihr freut euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich würde mich freuen, wenn am Montag dann alle mit bei seid. Bis dahin sage ich erstmal Ahoi. Sagt euer Odin.